Also Brust- und Eierstockkrebs ist bei mir in der Familie ein großes Thema. Also sicher ein Thema, was mich seit meiner Geburt begleitet. Als ich aufgewachsen bin, hatte meine Großmutter Brustkrebs und es war immer Thema. Ich wusste zwar immer, Krebs dominiert irgendwo die Familie, aber es war so ein bisschen auf Abstand gehalten. Mein Vater hat es erzählt, der hat immer viel aus den Kriegsjahren auch erzählt und hat gesagt, eben, dass seine Mutter eben da gestorben ist an Brustkrebs. Natürlich genetische Defekte. Es ist einfach Schlimmeres, als wenn ich sage, ich habe einen Fuß gebrochen. Die ganze Genetik ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln gewesen. Ich habe überhaupt nicht wirklich was verstanden davon. Und dann soll sowas Mini-Kleines in deinem Körper kaputt sein und dann doch so starke Auswirkungen haben auf deine Zukunft. Wir haben uns eben dann nach und nach alle verbliebenen Geschwister testen lassen. Und da kam dann eben auch raus, dass von uns sechs Geschwistern vier Genmutationsträger sind. Ich wollte unbedingt mit Frauen reden, denen es genauso geht. Das fehlte unendlich. Also der Austausch von Betroffenen untereinander. Was habt ihr machen lassen? Wie geht ihr damit um? Wie sagt ihr das euren Kindern? Wann sagt ihr das den Kindern oder dem Partner, den Eltern? Ich freue mich ganz, ganz besonders, Sie heute hier begrüßen zu dürfen bei dieser Ausstellung. Das ist für uns ein Höhepunkt eines Projektes, das für uns wirklich eine Herzensangelegenheit darstellt. Wenn man ins Netzwerk kommt, fühlt man sich wie ein Fisch in so einem kleinen Schwarm drin. Man hat viele, die gleich betroffen sind, anders betroffen. Jeder ist anders betroffen, wie jeder anders ist. Jeder hat andere Prioritäten, aber es ist schön, gemeinsam zu sein. Wir haben uns gegründet, weil wir selbst aus Familien kommen, die das betrifft, weil wir selbst erkrankt sind und immer wieder Krebserkrankungen in der Familie erleben und da einen besonderen Bedarf gesehen haben, einfach weil wir selbst am Anfang erlebt haben, da gibt es wenig Unterstützung, die wirklich von Betroffenen direkt für Betroffene kommt. Wir können alle Fakten kommunizieren und die an die Hand geben. Aber für die Entscheidung ebenso wichtig ist, wie sich das anfühlt. Und dafür ist das Netzwerk da. Die haben eben ihre Erfahrungen damit gemacht und können diesen emotionalen Teil auch noch mal mit in die Waagschale werfen. Die Frauen bei mir im Gesprächskreis, das ist schon eine besondere Bindung. Man weiß viel voneinander, man redet auch sehr intim teilweise miteinander. Man weiß, man hat seinen geschützten Raum. Da baut sich auch so ein Vertrauen auf. Und das sagt auch jede Frau, die hierher kommt. Es war so gut, einfach andere zu sehen, die die gleichen Fragen oder Ängste haben. Weil man halt in seinem Umfeld kann man es zwar erklären, aber die können es nicht verstehen oder nicht so empfinden.